mein Gott, das ist wie im Film. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mad Max. Es ist wieder 17 Uhr und ich sagte gerade, mir ist gerade in meinem Zimmer ist so warm wie hier in dieser postapokalyptischen Wüste. Es ist so unangenehm warm, aber ey, für euch mache ich doch alles. Und deswegen zocken wir jetzt hier weiter Mad Max. Wie immer, jeden Tag um 17 Uhr. Los geht's. Da vorne ist ein Motherfucker, mein Freund. Ah, oh. Du wirst draufgehen. Du wirst draufgehen. Pah, Bitch. Oh, mein Gott. Warte mal. Weißt du, was ich mal ausprobieren will? Die Harpune. Geht das nicht? Ich hab die Harpune. Ich hab die Harpune an seinem Reifen. Wie geil. Aber die ist nicht stark genug. So, warte mal. Da. Oh. Kann ich dann... Ah, ist das geil, ey. Ich mag diesen Combat. Okay, go. Kann ich im Snapper-Gewehr... Haut der ab? Nee, oder? Wechsel die Position. Jo. Der stand leider falsch. Ich wollte eigentlich den Wagen treffen, aber da hat sich das angeboten. Wie er gerade in seinen Wagen steigen wollte. Oh, das war ein geiler Schuss. Wie geil, ey. Er wollte gerade einfach nur in seinen Wagen steigen, wusste von nichts. Und wird plötzlich abgeknallt. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber. Yeah, es war einfach so wunderschön. Yo. Die Pfanne ist übrigens, für alle, die vielleicht die letzte Folge oder so verpasst haben, zum Pfad der toten Leere. Frag mich nicht, was das ist. Oh shit. Noch mehr Motherfucker. Lass sie in Ruhe. Oh shit. Oh mein Gott. Kolonnenroute entdeckt. Was passiert hier? Oh mein Gott. Wenn ich den Kolonnenanführer, der auf der Route patrouilliert. Alter. Das hier ist so eine Route. Ah, okay. Was ist das da vorne? Diese kleinen Ruckler nerven, Leute. Damit ist gleich Schluss, weil ich meinen Mega-PC gleich repariert habe. Aber ich muss gerade auf meinem alten Zeug. Deswegen gibt es manchmal so Mini-Ruckler. Ist ein bisschen nervig. Aber ich hole mir jetzt das Ding hier. Oh mein Gott. Oh shit. Oh mein Gott. Der klettert auf mich. Ich habe keine Muni mehr. Für das Ding. Hol den runter. Oh, der ist runtergefallen. Oh shit. Alter, ist das geil. Wie im Film, ich liebe das hier gerade. Gib Gas. What a day! What a lovely day! So, ich schick die nach Valhalla. Aber, nee. Nach Valhalla wollen die ja. Ich schick die. Irgendwie so ein schlechtes Valhalla. Bitch, geh zur Seite. Bam! Oh. Alter, ich will so eine Karre wie die da haben, wo ganz viele. Oh mein. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh shit. Der Alter, der Motherfucker. Wie krieg ich die da runter? Okay. Oh mein Gott, unsere Karre ist im Arsch. Gib Gas. Jag die. Boah, ist das geil gerade. Ist das Action hier. Ich liebe das. Wir holen uns. Alter, das Ding. Ich werde versuchen. Irgendwie, vielleicht mit dem Snipergewehr. Warte, wir fahren mal vor. Na, Heizung mit dem Snipergewehr drauf. Gib Gas. Ey, das macht so Bock. Das könnte ich gar nicht vorstellen. Go. So, oh shit, nein. Da kann er auch reparieren, weil wir dann stehen. Gib Gas, wir müssen vor die kommen. Wir müssen vor die. Wir fahren die ganze Zeit diese Route ab. Wir holen uns die. Wir holen uns die, Wichser. Go. Jetzt schön vor denen bleiben. Ich weiß nicht, ob die schneller sind. Oh shit. Oh, der da ist schnell. Ja. So, mit Ram geht's. Okay, weiter. Der ist kaputt, ne? Boah, die sind zu nah dran noch. Gleich mache ich's, Leute. Ich fahre jetzt hier rein. In die Kurve. Und dann mache ich das. Wir stellen uns da oben jetzt hin. Gleich, gleich. Jetzt mache ich's gleich. Jetzt. Jetzt. Habe ich überhaupt noch Muni? Das war der falsche. Oh shit, okay. Gib Gas. Oh mein Gott, ich muss raus. Ich muss raus. Raus. Oh. Ey. Scheiße. Boah, ne. Die gehen drauf. Oh, jetzt bin ich richtig gehypt.
So, wir sind wieder am Start und an den Rauchwolken erkennt ihr schon, wo der Konvoi ist. Da vorne. Da ist der Konvoi. Und jetzt schön nach vorne fahren. Und er fährt. Oh, da kommt schon einer. Oh, den hole ich mir jetzt. Da! Warte mal, den da. Oh, das ist so geil mit diesen Konvois. Hoffentlich gibt es da irgendwann auch Laster. Ich will, wie im Film, so einen fetten Laster sehen. Einfach alles platt macht. Okay, gib Gas. So, hier müssen die vorbeifahren. Wir stellen uns jetzt da vorne. Oh, ist das da? Ist das ein Sniper? Nee, ist das ein Sniper? Oh, das ist ein Sniper. Also, wir fahren da hoch auf den Hügel. Und von da aus baller ich mir das Sniper. Baller ich dem Loch in den Reifen. Und dann greifen wir an. Dann gehen wir einfach ran und hauen die weg. So. Ey, das sieht so geil aus mit dem Staub. Ey, ich fasse es nicht. So. Der mit dem fetten Fass oben drauf. Der da. What the fuck? Er hat verfehlt. Oh, shit. Er hat verfehlt. Oh, mein Gott. Schlag mal aus, mein Freund. Oh, shit. Pa. Ich muss kurz raus. Oh, mein Gott. Scheiße. Oh, shit. Alter, haben die geile Karren. Haben die Sniper uns gesehen? Haben die Sniper? Oh, mein Gott. Steig ein. Die Sniper. Die ballern auf uns. Oh, fuck. Gib Gas. Oh mein Gott. Wer ist das denn? What the fuck? Okay. Nein, ich drück immer die... Oh. Hier sind wir wieder. Und ich rede zwar mit der Frau hier. Und vielleicht kann die irgendwelche Tipps von sich, ich weiß es nicht. Irgendwas. We've seen you around, stranger. You're the one they say sword up Lord Scrotus. Bane of so many war boys. We best warn you then. See them pipes yonder? Go down that hatch and it'll be buzzing with hostiles inside. Okay. But there are other ways inside. Less dangerous. For those... Mhm. Eigentlich will ich nur zum Konvoi. Du bist doch die vom Konvoi, oder nicht? Die von der Kolonie oder wer... Lager die Rohre. Ein Lager, das aus großen Rohren gebaut wurde. Es gibt einen versteckten Bereich, der mit Wertsachen gefüllt ist und nur durch eine Luke im Boden erreicht werden kann. Außerdem soll es einen geheimen Weg geben, über den man unbemerkt das Lager betreten kann. Zusätzliche Informationen auf beiden Seiten des Lagers befinden sich. Tanks für Flammrohre, bla bla bla. Okay. Also das kann man wohl irgendwie einnehmen. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich will ich diese fucking Konvoi. Nee, steig ein. Vorne einsteigen. Eigentlich will ich den Konvoi, aber den holen wir uns jetzt auch. Den Konvoi hole ich mir jetzt. Okay, da vorne sind sie wieder. Ihr habt eigentlich nicht so viel verpasst. Ich habe nur einen Sniper ausgeschaltet und musste mich ein bisschen battlen. Und wisst ihr, was gerade auch noch abgeht? Ein fucking Sturm zieht auf. Und jetzt geht's hier richtig drauf. Jetzt geht's ab, Alter. Gib Gas und hol dir die. Oh mein fucking Gott. Ich sehe gar nichts mehr. Was? Yo, bitch. Alter, ist das geil. Komm. Oh mein Gott. Ist das, überleben wir das? Ist das, hol dir den. Oh shit, die Harpune bringt gar nichts. Oh mein Gott, das ist wie im Film. Shit, go. Die fahren hier weiter und wir holen, oh shit. Oh mein, das ist so awesome. Hol dir die. Bah. Parken die hier? Oh mein. Yo. Bam. Motherfucker. Jetzt holen wir uns den. Wird's ja Pune, um eine Kiste mit Superbeutel zu halten. Okay. Harpune benötigt Shit. Dann macht ihr wenigstens kaputt. Oh, da kommt Feuer raus. Oh. Yo. Steig aus. Oh mein Gott. Yo. Trink was. Trink was. Ich weiß, unsere Karre ist nicht dafür gemacht und ich weiß, dass wir wahrscheinlich auch gar, dass es auch einfach gar nichts bringt, das hier zu erledigen. Es geht nur noch ums Prinzip. Ich will diesen Motherfucker. Komm, ziel auf den Reifen.
Shit! Ist das zu weit weg? Ich kann nicht feuern. Komm, Feuer, 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 Feuer. Okay, shit. Scheiß drauf. Komm, hol dir die. Ich will einfach jetzt... Es geht mir nur noch um die Ehre, ums Prinzip, einfach nur um Spaß zu haben. Ich will diesen Konvoi auseinandernehmen. Koste es, was es wolle. Go. So, ein bisschen Reparatur wäre nicht schlecht, weil wir haben schon... Bisschen halbes Leben nur noch. Das wird nicht reichen. Aber komm, hol dir die. So, ich bleibe jetzt hier dran. Da rechts sind sie. Also, unsere Karre ist einfach zu schwach dafür. Das ist schon klar. Und da wir die Harpune nicht auf Stufe 4 haben, bringt wahrscheinlich auch gar nichts, die zu besiegen. Aber ich muss es einfach machen. So, fahr ein bisschen vor. Ein bisschen vorfahren. Damit wir ein bisschen reparieren können. So, fahr vor. Vielleicht können wir die einfach in den Nahkampf locken. Das wäre ein Vorteil. So, jetzt steig aus. Genau. Jetzt repariere die Karre schnell. Schnell. So, jetzt schauen wir mal, ob die in Nahkampf kommen. Das wäre... Oh. Yo! Der Sniper soll sich nicht einmischen. Warum ist jetzt der Sniper da? Oh, shit. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Okay, 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 okay. So, jetzt geht's drauf. Jetzt geht's drauf. Hol dir die. So, jetzt hol ich mir die. Der Sniper ist ein Problem, ey. Darf ich nicht kämpfen in der Nähe von dem? Komm, näher. Alter, der Sniper. Warum kann das Auto nicht während der Fahrt so ein bisschen reparieren? Das wäre doch cool. Wenigstens so ein bisschen wie im Film. Okay, jetzt geh ran, ey. Ich will die einfach... Die haben auch noch eine Panzerung, ne? Die haben nicht nur das Leben vom Auto, sondern die haben auch noch die Panzerung. Dieser weiße Balken. Ja. Ja, der bleibt hinter uns, okay. Aufpassen hier. Der rammt uns gleich, der rammt uns gleich. Oh, shit. Der soll nicht auf uns drauf. Oh, shit. Komm, hol die. Ja, das war gut, das war gut. Bam. Okay, nice. Bam. Bam. Und. Ja, sehr schön. Und wieder drauf. Und wieder drauf. Wir müssen den Fetten in der Mitte erwischen. Der hat ja nicht so viel Life. Bam. Der kassiert. Warte. Querschläger. Die halten an. Ja! Das läuft gerade. Ich glaube, wir schaffen das. So, jetzt habe ich die Gruppe ein bisschen getrennt. Wir jetzt Gas geben. Kapere eines. Fahre sie zu einer Festung. Schau, wir müssen die kapern. Wie auch immer das gehen soll. Ich weiß es nicht. Aber ich mache die kaputt. Dann repariere ich sie und dann fahre ich sie zurück. Vielleicht klappt das. Keine Ahnung. Ich glaube es nicht. Ja, wäre geil. So, komm, fahr. Fahr ein bisschen näher ran. Nein. Geh weg. Oh nein, jetzt ist er wieder auf uns drauf. Schüttel den ab. Komm, mach das doch kaputt. Oh. So kann man natürlich auch abschütteln. Alter, steig aus. Wir müssen kurz reparieren. Kurze Pause, dann geht's weiter. So, ey, hat der Leben regeneriert? Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Hier gibt's Lebenregeneration. Das nehme ich dir wieder weg, das Leben. Oh, ich habe ihn gedreht. Aussteigen. Da ist ein Speer. Oh, was passiert jetzt? Kann ich den kapern? Einsteigen? Yo. Hol dir die Karre. Ich hab die Karre. Und jetzt? Oh. Die machen die kaputt. Gib Gas. Wohin muss ich jetzt damit? Ich hab die Karre. Und jetzt? Wohin damit? Alter. Die wird so zerstört, ey. Da zurück ins Lager da oben. Alter, wenn wir das schaffen. Warum kann unser Kumpel nicht hinterher von uns ein bisschen helfen? Der kann ja gar nichts. Gib Gas. Also welche Typen? Ich fahr hoch ins Lager. Vielleicht bringt das was. Ich glaube, das da oben ist unser Lager, oder? Ist es das überhaupt? Warte mal, gib mir kurz die Map. Da ist das Lager. Wenn ich das zurückbringe, das könnte was bringen, oder? Vielleicht kriegen wir dann den Schrott. Alter, wenn wir es bis dahin überhaupt überleben. Oh, shit. Ja! Oh. Scheiße. Shit, Ball in runter. Ich habe keine Muni. Steig aus. Bah. So, mach die im Nahkampf alle platt, dann haben wir eine Chance. Zack. Bah. Alter, ist das... Oh, der Speer ist nice. Zack. Komm. Boah, Wut. Wir sind im Wutmodus. Jetzt haben sie keine Chance. Komm, kick den. Ich würde sagen, mein Freund. Ich fahre das Ding zurück. Du wirst mich nicht dran hindern. Der eine Typ da. Hat denn keiner Muni dabei oder so?
Naja, Feste waren wir vorbei. Ist er ausgestiegen? Fährt weiter. Ja, komm, lass den fahren. Der eine macht mich nicht platt. Schnell Reparatur. Nee, Alter, wie teuer das ist. So viel Schrott habe ich ja gar nicht. Oh oh. Ich wurde entdeckt. Von wem? Bam! Boah, macht das Schaden. Okay, fahr. Schnell. Oh 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 oh. Oh oh oh. Wir schaffen das. Bam! Boah, macht das Schaden. Okay, was? Getarnt? Entdeckt, getarnt, was? The fuck? Ey, der kommt den Berg hoch. Ach du Scheiße. So, jetzt weiter. Hoffentlich hat das irgendwas gebracht, dass ich die Kolonie besiegt habe. Oder die Karawane oder was auch immer. Bin gespannt. Ich meine, das Ding, das sieht ja noch einigermaßen. Ich meine, Leben hat's noch. Vielleicht kriegen wir das, das Geile, aber vielleicht kriegen wir gar nichts, weil es irgendwie noch nicht geht oder so. So, ich hab hier was. Und? Ist kein Sammelstück, ja und? Und jetzt? Das hat gar nichts gebracht. Absolut gar nichts. Im Ernst? Warte mal, wie komme ich denn? Habe ich nicht mal hier Schrott bekommen? Lass mal schauen. Ey, ich glaube, ich hab gar nichts bekommen. Oh Mann. Ey, wir können hier schon Sachen upgraden. Okay, Leute, zum Ende der Folge kaufe ich mir noch irgendwas. Wir kaufen mal das auf jeden Fall. Besser Motor. Mehr Beschleunigung, schlechteres Fahrverhalten. Boah, ein V8 wäre schon nice, aber der kostet unfassbar viel. Was haben wir hier noch so? Da haben wir keinen besseren. Auch nichts besseres. Auch nichts besseres. Hier irgendwas cooleres? Ich glaube, ah hier. Das ist cool. Nimm die Aufhängung, ja, für 100 Schrott. Genau. Und jetzt dazu. Ey, das Fahrverhalten ist jetzt richtig gut. Die noch? Genau. Und wie viel hat das nochmal gekostet? Das ist der Motor wahrscheinlich sehr viel, ne? Wie viel? 100. Okay. 100, ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, war's das wieder mit Mad Max. Wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr. Was für eine geile Folge. Ciao.